So, Carion, dann wollen wir mal. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Carion. Es ist ein Game, was ich schon länger auf dem Schirm habe, tatsächlich. Und es kam jetzt raus. Ich weiß gar nicht, ob im Early Access oder direkt. Man spielt dieses eine Alien, was wo eindringt und alles vernichtet. Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe nur einen kleinen Trailer gesehen. So, ich zock's mit Controller. Ihr seht schon, hier ist ein Vorschau oder so. Und offensichtlich müssen wir hier ausbrechen, indem wir den linken Stick hier ein bisschen bewegen. So, Gas tritt aus. Und wir sind draußen. Und ich kann krabbeln. Und es ist ziemlich eklig, Bruder. Und wo muss ich lang? Wie kann ich eine Attacke machen? Ach, L2. Ich kann schreien. Und dann blute ich übertrieben. Hier durch den Schacht? Ah, das ist ein Schacht. Okay, wir wissen, glaube ich, jetzt noch nicht so krass Bescheid, was los ist. Oh, doch. Okay. Aim with. Okay, rechter Stick. Okay, ich kann grabben. Also, ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen einfinden, ne? Okay, also ich kann mit dem rechten Stick aimen und dann kann ich etwas mit R. Also die Mucke. Okay, ich muss, glaube ich, Menschen jetzt übel dermaßen töten. Grab humans. Release them to pull them towards you. Habe ich den jetzt konsumiert? Also ihr merkt, ich bin noch ein bisschen überfordert. Es tut mir leid. Aber okay, das sind Türen. Ich muss das halt erstmal alles erkennen und mich ein bisschen in die Steuerung einfinden. Okay, das kann ich offensichtlich nicht aufmachen. Na gut. Dann krabbel ich erstmal weiter. Moin. Kann ich hier runter? Nee, hier lang. Man wird sehr reingeworfen. Wie snack ich die? Bitte! Squeeze in. Nein! Sofort wieder zurück. Verstört. Ah, ich muss den rechten Stick loslassen, dann zieht er die ran. Okay, aber der baumelt mir jetzt hinterher und ich bin auch fetter geworden. Kann ich jetzt andere Sachen kaputt machen? Okay. Okay, Snack. Ich habe jetzt auch mehrere Münder. Snack. Okay. So, Freunde, ich glaube, ich habe mich eingefunden. Tut mir leid, ich war ein bisschen... Ihr versteht. So. Dann, was ist das hier für ein Schalter? Den kann ich betätigen. Okay, cool. Und jetzt ist da das frei geworden. Okay, dann kann ich jetzt zurück. Hier in den... Nee, erstmal. So.
Tageslicht. Da weiß ich aber nicht. Das schadet mir doch bestimmt, oder? Alter, was bin ich für ein fetter Fleischklops geworden? Spread Biomass and save. Siehst du, man infiziert hier mehr und mehr. Okay. Save. Ich habe da jetzt mich, meine Biomasse reingejietet in den Schlitz. Und jetzt bin ich da auch. Also nicht ich direkt, aber schon ich. Ein anderes Ich. Und das kann ich knutschen. Mit Zunge. Und dann speichert der. Geil. Okay. Mach ich das jetzt kaputt? Das muss doch gehen, oder? Nee. Irgendein Hebel? Oder ist es echt nur hier zum Speichern gedacht? Ach nee, squeeze in. So, ach, ich kann da jetzt rein! Frontier Wastelands. Ja, jetzt müssen aber wahrscheinlich langsam die ersten Gefahren kommen. Geh ich mal von aus. Seals breached. 100%. Biomass samples lost. 50%. Status breached. Kann ich das auf Deutsch einstellen? Ja, Language. Deutsch. Sorry. Das kommt davon, wenn man blind spielt. Tut mir leid. Also. Durchbrochene Siegel. Statue durchbrochen. Ausgebrochen, ja, oder? Das kann ich nicht weg. Okay. Was sind die 5 Auflagen, glaube ich? Das kriege ich auch nicht weg. Ich sabber hier auch alles voll. Das ist ein bisschen widerlich. Okay, da kann ich noch nicht lang. Spider-Man! Ich muss kotzen! Was? Spider-Man. Scheiße, ich wüsste gerne die Lyrics. Ich war echt atemberaubend damit. So, was ist das? Okay, kann ich nicht durch. Also durch diese normalen Gitter komme ich durch. Okay, crazy. Da ist ein Hebel. Hier kann ich hoch. Okay. Ja, wahrscheinlich, wenn ich den Hebel jetzt betätige, passieren Sachen, ne? Ah, geht das hier auf. Ey, das ist so widerlich gemacht. Aber es... Kennt ihr dieses Spiel? Ich glaube, es gab es früher für den Browser, oder gibt es immer noch, aber mittlerweile auch viel für Smartphone, wo man einfach nur eine Kugel steuert. Man kann kleinere Kugeln verschlingen und dann wird man größer. Ist auch so ein bisschen wie damals, falls ihr es gespielt habt, der Anfang von Spore. Da war das auch so. Und das ist so dasselbe Grundprinzip, glaube ich. Und es ist übel satisfying, hier was einzuverleiben. Also, warte mal, ich gucke da nochmal kurz. Ungesicherte Minenschächte. Da komme ich nicht durch, ne? Verliere ich eigentlich so Biomasse, wenn ich mich da durchquetschen will? Nee, ne? Okay. Ja, aber noch größer kann man ja gar nicht werden, oder? Hineinquetschen. Da kann ich durchs Loch. Was ist das denn wieder? Nicht geschafft. Wer designt sowas? Erstmal Kaffee. Bah! Militärschrottplatz. Oh, das kann ich schmeißen. Das auch. Okay. Ich speichere erstmal. Was war nochmal. Was war nochmal LT? Wait, da antwortet was. Hä? Warnung. Unbekannte biologische Bedrohung entdeckt. Bleiben Sie wachsam. Ja, das bin ich, Bruder. Ach, guck mal, hier habe ich den Kram hingeschmissen. Brauche ich den vielleicht für irgendwas? Oh, da ist ein Hebel. Aha. Und rein. Schön in den Schacht. Ich
und Snack. Das hätte ich aber gern auch. Ja. Das ist, Biomasse ausbreiten und speichern. Da war ich. Ich krieg jetzt wieder. Warum ist das Spiel so wieder... Also, ist dein Trailer nicht ansatzweise wieder nicht aus, Bruder? Moin. Einverleiben. Ich kann halt mehrere Sachen grabben. Ich will aber ihn grabben. Geht doch. So, jetzt habe ich wahrscheinlich... Hier könnte ich rein. Okay, ich gehe aber... erstmal... Ich bin ultra klein! Okay, krass. Okay, krass. So, okay, krass. Holy shit, ich war instant down. Okay, also was hier jetzt los? Ah, hier muss ich... Es sieht so aus, als ob die Tür dreiteilig wäre. Und ich muss anscheinend drei Spots finden. Und das so krass... aktivieren, wie ich eben das hier gemacht habe. Das hat alles Platz. Okay. Man muss einfach draufstürmen, glaube ich. Nein, bitte, ich will den Human Body treffen. Nein. The body hit the floor, Alter. Jawohl. Schön. Schön. Einfach drauf, das ist der Trick. Nein. Nein. Ich finde es irgendwie komisch, wenn man es berührt, dass das nicht von allein snackt, sondern man muss echt immer grabben. Wollte ich da schon rein? Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Okay, da kann ich nicht zurück. Das ist ja disgusting, das Game. Was ist das für eine widerliche, kranke Scheiße? Das ist noch viel besser, als ich dachte. Da kann ich nicht durch. Da kann ich wahrscheinlich nur durch, wenn ich richtig klein bin, oder? Kann das sein? Was ist hier? Hineinquetschen. Verschließe ein Netz, um deine Opfer zu fesseln oder mit Objekten zu interagieren. Neue DNS absorbiert. Doch nicht dafür gedacht ist, wenn man klein ist. Gut. So, hier war ich schon. Okay. Okay, das ist nice. Okay. Genau sowas habe ich erwartet, dass man so Fähigkeiten freischaltet. Links unten. Seht ihr nicht, aber da wäre auch noch was. Und rechts oben auch. Aber LT wurde mir nicht erklärt, ne? Ich weiß noch nicht, was es damit auf sich hat. Warte mal. Hittet der mich hier durch? Ist der Jäger? Nee, ne? Ich gewöhne mich immer noch nicht. Das Ding ist, die Steuerung ist doch echt nicht so leicht. Es ist krass, das Game. Hä? Wir leben da noch! Hier mit dem Auto da drauf.
snackt er jetzt alles. Da liegen die ganzen Reste. Irgendwer hat da drin noch geschrien. Ich tut mir leid. Ich komme auf das Game nicht klar. Das ist ja insane, Alter. Wie kann man mit Pixeln sowas machen? Okay, da komme ich nicht lang, Alter. Scheiße, Bruder. Das ist einfach... Das... Moin! Es ist einfach krass! Ich würde dich gerne essen. Ich will für euch auch die Reste gerne essen. Warum liegt da auch noch? Kann ich auch den Schrott essen? Aha. Ah, da geht's nach unten. Okay. Oh, oh. hier kam's Johnny! Ist es doch. L2, um Stockspalten in der Nähe per Echolot zu Stockspalten. Ah, wo ich so... Oh. Da habe ich leider aus Versehen die Tür in dich reingeböllert. Ah, okay. Das sind Save Points. Und ich... Infiziere irgendwie das Areal. Okay. Speichern und Biomasse. Ich verstehe immer noch nicht, was die 5 Balken oben sind. Sind das meine 5 Gefahrenmülldeponien? Okay, hier kann ich noch gar nicht lang. Okay, okay, okay. Das ist so krass, wie das Ding sich bewegt. Wirklich. Das ist, jetzt kann ich nicht zerstören. Gehen wir da lang. Ich muss jetzt einmal wieder ganz zurück. War das hier lang? Nee. Labyrinth gerade. Ach. Das sieht so ähnlich aus. Nee, 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 nee. Ja. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Also hier kam ich auf jeden Fall her. Ja, aber das ist okay. Kam ich da oben her? So, und hier geht's dann aber irgendwie wieder zurück. Ja. Ach, ich glaube, ich kam hier von oben. Wie komme ich jetzt? Okay, ich muss mich ein bisschen orientieren. Man muss ja auch erstmal optisch allein entdecken, wo man lang kann. Ja, okay, hier unten ist dann das. Okay, aber hier kann ich nicht weiter. Oder? Hier ist eine Tür. Kann ich da nicht... mich rein? Ich glaube, hier brauche ich halt... Wait, da? Nee. Ich glaube, hier brauche ich halt nur irgendeine Fähigkeit, die die dickeren Stahlträger wegböllert. Okay, hier lang. Dann... Ah, wait, hier hoch? Ja! Ach so! Okay. Ja. Okay. Verstehe. Das war vorher halt... Okay, das ist quasi, wie schnell wir zurückkommen. So. Dann mal hier der Hebel. Aber hier geht's sonst nicht weiter. Okay.
war denn sonst noch irgendwas geöffnet? Vielleicht gucke ich dann doch nochmal hier genauer. Ja, gute Frage, wo es jetzt lang geht. Ich kann mich nicht... Es tut mir leid. Ich kann mich nicht dran gewöhnen, wie das Vieh hier durch die Gänge atzt. Das ist die widerlichste Scheiße, die ich hier gesehen habe. Also, zumindest bei so einem Pixel-Game. Das ist krank. So, wie ist denn hier? Wie komme ich da hin? Guck mal, vielleicht kann ich jetzt hier ein bisschen gucken, wo ich lang kann. Hier war ich noch nicht. Doch. Oder? Doch, hier war ich. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, also ist ein Moment. Ich muss halt gucken, dass ich die Orientierung reinkriege. Weil es sieht doch alles sehr ähnlich aus, habe ich ja schon gesagt. Aber ich vermute mal, dass es jetzt, wo ich halt schon mal war, hier links, wo ich das erste Drittel freigeschaltet habe, dass da irgendwie nochmal was ist. Ah ne, es war ja das hier. Damit hat sich das eigentlich erledigt. Vielleicht nochmal. Kann ich nochmal ganz am Anfang zurück? Komm ich da hier? Das geht nicht mehr. Naja. Okay, also so wie ich das sehe, muss ich unten schon auf jeden Fall weiter. Die Frage ist nur. Also bisher kam ich ganz gut durch die Rätsel durch, die Hebel und so erreicht. Grappen. Vielleicht brauche ich. So eine fette Zange oder so. Und muss sie halt echt dagegen schmeißen. Reicht das? Ach ne, jetzt habe ich die gar nicht mehr dabei. Was ist, wenn ich... Hier ist eine Tür. Ich guck mal in die Steuerung, ob es noch irgendeinen Move gibt oder so. Spielablauf. Achso, ne. Steuerung. Ich kann Mensch steuern. Gegenstände werfen, nutzen, aktivieren. A. Y ist Parasitismus. Okay, da kann ich noch nichts. Das ist ja definitiv. Okay, das sind die beiden Fähigkeiten, die ich durch freigestellt habe. Tja. Wie kriegt man so Stahlträger durch? Mit einem fetten... Also mit Power. Wie kriegt man... Muss ich hier vielleicht... Habe ich irgendeinen Schacht übersehen? Die sind ja manchmal sehr unscheinbar. Das ist so ein typischer Moment, wo ich jetzt schon weiß... Das in den Kommentaren stehen wird. OMG. Sieht er nicht, dass bei 1738 ne? Diesen Hebel nochmal hoch. Ist hier was im Wasser? Was ist? Muss ich was freibuddeln? Hier viel Scheiße im Wasser. Okay, ne. Hier ist auch Exit, Fluchtplan. Also rein. Noch ein Hebel. Irgendwas übersehe ich.
hier oben komme ich nicht. Wie komme ich hier oben hin? Weil ganz offensichtlich war ich da schon. War schwer zu sagen. Hier ist auch eine Tür. Aber ich glaube, diese Türen sind wirklich nur Deko tatsächlich. Weil bislang ich dann nicht so wirklich interagieren. Warum ist das hier eigentlich so richtig fett? Und hier... Hier ist halt auch so ein fetter Stahlträger. Tja. Jetzt komme ich hier unten raus, ja. Irgendwas übersehen. Irgendwas übersehen. Den Hebel hatte ich. Und hier geht's. Warte mal. Nee. Man muss eigentlich mal die ganzen. Das hier mal alles ein bisschen ausreißen. Oh, Leute. Das ist nur ein Buddy. Alter, also, ich muss sagen, es tut mir so leid. Weil ich weiß, wer es ankert. Und ihr gebt euch auch noch diese Scheiße. Warum? Warum? Ich bin hier locker fünfmal dran vorbei. Schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare, wie gestresst ihr jetzt dadurch euch fühlt. Wie. Versucht mal in Worte zu fassen, wie sauer ihr auf mich seid. Dadurch. Also, das ist ja. Was? Hä? Okay, aber wir haben's. Geil, dann kommen wir endlich weiter. Wait. Hier lang? Rechts und dann. Mittlerweile kenne ich mich hier aus. Jo. Okay, hineinquetschen. Ehre. Ist das jetzt komplettes Level geschafft? Militärschrottplatz-Status sicher. Durchbrochen. Eindämmungseinheit. Status durch. Okay. Crazy. Gut, hier bin ich. Moin. So. Da weg ist. Warte mal, hier kann ich durchgrappen, oder? Okay, wir gehen mal nach links. Gucken wir hier lang. Ne, wir gucken nochmal zurück. Hier oben lang. Achso, hier kann ich wieder nicht lang. Das lerne ich wahrscheinlich noch, diese fetteren Stahlträger zu durchbrechen. 100 Pro. Hä? Den habe ich Patch. Achso, geht hier auch. Das Level-Design und überhaupt dieses Drecks, wie sich bewegt. Also, alle meine menschlichen Urängste werden getriggert. Das ist so heftig. Steuer den Mensch. Okay, ich kann springen. Hä? Kämpfe ich jetzt gegen das Vieh? Oder wie ist das? Und wer sind die anderen Dudes? Hier ist eine Drohne dabei. Ja doch, die folgen mir irgendwie. Die Daltons, Alter. Sind wir sowas wie eine Spezialeinheit jetzt, die jetzt das Ding bekämpft? Das rührt sich nicht. Was? Aber ich habe auch so eine komische Sicht, ne? Mit diesem... Ich finde es auch, ich liebe ja so eine Games tatsächlich, wo einem nichts erklärt wird.
man alles herausfinden muss. Weil gerade so bei AAA-Titeln ist es ja wirklich mittlerweile so, man ist so verwöhnt und wird so krass an die Hand genommen. Aber viele, weil viele Leute schreckt sowas auch ab. C4 platzieren. Yeah! Fotografieren. Eine nicht identifizierte Art Röhrenturm. Habe ich da entdeckt. Ganz strukturlose Masse aus Knochen und trockenem Gewebe. Wie habt ihr das jetzt? Ah, lol, die spannen hier ein Kabel. Das sind meine Helferlein. So, Zündung. Entweder ich bin in diese Apparatur gegangen, was das auch immer ist, und durch irgendeine Kräfte, übersinnliche Kräfte oder so, kann ich jetzt Menschen steuern. Oder ist es eher so, und das glaube ich eher, dass ich in einer Meanwhile passiert das und das auf der menschlichen Seite, sage ich mal. Ja, offensichtlich wurden da 3 Leute eingeflogen, die da Sachen untersuchen. Ich halte mich hier so ein bisschen cool in der Luft. Das heißt, man steuert und erzählt auch gleichzeitig die gegnerische Seite. Aber was passiert, wenn die aufeinander... Also, hä? Ne? Crazy. This game is crazy. Leute, ich würde es erstmal hierbei belassen. Ach, der Soundtrack! Voila! Ich werde es auf jeden Fall weiter zocken. Wahrscheinlich on-stream. Schaut doch vorbei. Und dann wird es hier irgendwann einen nächsten neuen Part geben. Wir sehen uns. Tschüssi.